Bei der LWG gab es Besuch aus der Republik Moldawien. Die Lausitzer Wasser GmbH und Co. KG arbeitet mit SU Canal Komrad aus Moldawien zusammen, um die Wasserinfrastruktur in Komrad zu verbessern. Dies liegt im Süden von Moldawien und hat etwa 26.400 Einwohnerinnen und Einwohner. Und auch die LWG war schon vor Ort in der Stadt, um sich die Wasserversorgung anzuschauen. Es war teilweise schon auch schockierend zu erleben, wie also gerade im Bereich der Abwasserentsorgung dort die Kläranlagen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite im Bereich der Wasserversorgung haben die eigentlich auch einen ganz guten Stand, der mit unserem eigentlich schon fast vergleichbar ist. Natürlich sind wir etwas moderner aufgestellt, was auch die ganze Datenüberwachung und so weiter angeht. Aber vom Prinzip her versorgen die auch ihre Stadt mit Trinkwasser an, ne? Und die Leute leben dort auch genauso. Das Projekt wird vom Bauministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, unterstützt und zu 100% durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, finanziert. Das Ziel ist eine nachhaltige städtische Entwicklung. Um das zu erreichen, müssen Herausforderungen gemeistert werden. Das sind natürlich die größten Herausforderungen, die Sprache. Ne? Wir brauchen sozusagen immer eine Dolmetscherin an der Seite, weil wir eben nur wenig Russisch sprechen. Ne? Und die Distanz ist natürlich auch eine Herausforderung. Also im Januar ist ja eine Delegation der LWG ja auch schon nach Komrad gereist. Und das ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Ne? Die LWG möchte ihr Wissen teilen, um die Effizienz der Arbeit in Komrad zu steigern. Der Fokus liegt zunächst auf der Senkung des Energieverbrauchs, der Nutzung erneuerbarer Energien und der Sanierung der Kläranlage und des Abwasserkanalnetzes. Und das ist der Eindruck von den Vertretern aus Moldawien. Wir kommen aus der Republik Moldau. Wir vertreten die Stadt Komrad, also wo 30.000 Einwohner sind. Natürlich ist diese Stadt viel kleiner als Cottbus, ungefähr 4-5 Mal kleiner. Und wir nehmen sehr große und nützliche Erfahrung mit nach Hause. Wir haben sehr vieles gesehen, vieles kennengelernt. Und wir werden versuchen, bei unserer Rückreise schon in Komrad viel umzusetzen, uns zu verbessern, und wir werden näheren Kontakt zu den Mitarbeitern und der Verwaltung von LWG weiterhin entwickeln. Wir haben während dieser Studienreise hier vieles gesehen. Wir haben hier das Wasserwerk gesehen, die Kläranlagen, die Brunnen, die also zur Wasserversorgung in Cottbus genutzt werden, und bei unserer Rückreise werden wir vieles umsetzen können. Leider haben wir in Komrad noch keine Kläranlage, sie wird erst gebaut, und deswegen ist diese Erfahrung hier nützlich für uns. Wir würden uns bedanken bei unseren Kollegen von LWG für diese erfolgreiche Zusammenarbeit. Die kommenden Phasen umfassen Online-Einführungen, persönliche Treffen, Fachsitzungen und Vorortbesichtigungen in Moldawien und Deutschland. Zwei Unternehmen und ein Ziel, nämlich die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu verbessern.